Und wir sind im Marschland angekommen. Es war eine lange Reise mit dem Boot. Ich habe noch Zeit, ich habe mich ein bisschen so rasieren. Ja, leider hat mich die Krankheit dahin gerafft. Ein Emblem. Und ich konnte ja 2 Wochen nicht aufnehmen, deswegen sehe ich jetzt ein bisschen anders aus. Aber egal, weiter geht's. So. Rubin. Ach, und da ist er schwerlos. So. Und eben. Thanks, Partner. Es ist immer so ein bisschen blöde. Ihr werdet es wahrscheinlich, wenn ihr selber zockt, jedenfalls kennen. Sobald man halt. Wo ist denn das? Macht den kaputt. Macht er nicht? Will er nicht? Werdet ihr es wahrscheinlich selber kennen, irgendwie, dass man. Alter, was ist denn los? Okay. Man muss ihn einfach nur nehmen. So, wunderbar. Erstmal angekommen, alle Totems kaputt gemacht. Erstmal wie die wilde Sau. Die Leiche einer BSSA-Agenten, eine Tragödie. Im PDA ist eine ungesendete Nachricht. Bericht. Die bisher gesammelten Beweise sprechen dafür, dass der Großteil des Delta-Teams ausgelöscht wurde, nachdem es Verstärkung angefordert hatte und bevor wir das Gebiet erreichten. Eines ihrer Signalstationen übertrug weiterhin ein Signal, sodass wir uns auf den Weg zum Abschnitt machten, noch Überlebenden zu suchen. Während wir unterwegs waren, ließ das Signal nach. Die letzte Aussendung nach zu urteilen, müsste sich die Signalstation direkt vor uns befinden. Unser Weg wird durch ein versperrtes Tor blockiert. Ein Eindringen ist wahrscheinlich schwierig. Ende des Berichts. Ja, also, wie gesagt, erstmal angekommen. Wie der klassische weiße Mann sich benommen hier. Erstmal alle kaputt gemacht hier. Und, okay, gut. Dann wollen wir mal schauen. Karte? Come on! Okay. Okay, ja, ja. Wie war denn das jetzt hier mit der Karte? Wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr zockt, werdet ihr sich ja selber kennen, irgendwie, sobald man irgendein Spiel länger nicht gespielt hat, dass man sich erstmal in die Steuerung wieder so ein bisschen reinfuchsen muss. Ist Zustand jetzt gerade. So, beschleunigen. Ah, ich glaube, das müsste, wie war das mit der Karte? Show me. Ah, da. Okay. Okay. Dann müssen wir hin. Dann machen wir nochmal hin. Love boat. Now. Soon we'll be making it on the road. Love boat. Ist schon irgendwie cool. Ich würde gerne mal mit so einem. Wie nennen sich die Dinger? Hoverboots? Fahren. Schon cool. Also nicht hier bei Resident Evil, aber generell mal so. Hallo! Ah, okay. So, wir haben einen Teil, Tafel der Bestie, haben wir eingefügt und da fehlen anscheinend noch 3 Stück. Gut, na dann ist es wohl an uns jetzt erstmal die restlichen zu finden. Also erstmal wieder rein ins Boot. So, dann fangen wir mal erstmal noch Looting an, oder was? Brav, nur erstmal noch unten. Dieser kleine Arm, der unten weggeht, nach links, da machen wir als erstes den. Ist denn von einer von euch schon mal mit so einem Hoverboot gefahren? So einem Hovercraft? Wenn ja, schreibt es mir doch mal bitte unten in die Kommentare. Und wo man sowas machen kann, außer in Australien. Im Outback. So, okay, anscheinend. Ist das ein langer Zugangsarm zum kleinen Dörfchen da hinten? Und irgendwie bin ich der Meinung, dass mir wahrscheinlich die Leute, die ich dort treffen werde, nicht unbedingt gerade friedlich gesinnt sind. Hallo? Alter, wo ist denn hier der Anlegeplatz? Kleine Popliert Fischerdorf hier, muss da mal irgendwo hier ein Steg sein. Hallo? Aha. Great. So, ich traue natürlich dem Frieden nicht. So, erstmal schnell nochmal nachladen. So, okay. Auf geht's. So, wahrscheinlich werden wir hier jetzt so ein kleines Tafelstück finden.
Aber irgendwo werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit es wahrscheinlich triggern, dass plötzlich lauter Eingeborene kommen. Das habe ich noch so irgendwie grob in Erinnerung. Oh shit. Abbackt. Damn. Oh, hier los. Damn. Uncool, Alter. Lass mich. Na, dann komm mal hier mit deiner Tüte auf. Boom! Uppercut. So. War's das jetzt? Scheinbar nicht. So. Pusseln wir mal schnell erstmal alles hier ein. Aber irgendwo da ist er. Hol's nur hin, Freundchen. So, jetzt ist ja aber mal Ruhe im Karton. Na, was hast du da? So, warte mal. Hier. Come on! Okay! Nein. Nein, ja. So, du kriegst die von mir. Also snipermäßig ist Shiva jetzt wirklich gut ausgestattet mit Munition. Mal schauen, wie lange. Seht's mir bitte ein bisschen nach, wenn ich mich ab und zu räuspern muss. Irgendwie, wie gesagt, mir ist letztens ein bisschen kränklich gewesen. Und man merkt es auch so ein bisschen an der Stimme. An der Stimme merkst du es halt ein bisschen, gell? Das ist halt ein bisschen rau noch. So, mal auf das Ding. Oh, was ist das? Ein Pokal, etwas zum Trinken, ein Becher oder ähnlich Tolles. So, na gut, okay. Hier waren wir drin. Hier ist noch ein Schild, den wir wegpocken können. So, dann gehen wir nochmal eine Runde rum hier. Schauen wir, ob wir noch irgendwo was finden. Was ist das, Leute? So, hier haben wir noch eine wunderschöne Vase, handgefertigt über Monate. Oh, oh, oh. Tafel des Kriegers. Fantastisch. Oh, ohne... Ganz leise hat er es gemacht. Das ist gar nicht seine Art. So, okay. Okay, hier waren wir auch drin. Das hätten wir dann. Okay. Schön, na dann. Get back to the boat. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt hier im Marschland mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein paar von diesen blauen Tafeln irgendwie wahrscheinlich nicht treffen. Oder halt auch nicht finden. Aber naja, so ist es halt. So. Ach du Scheiße. Hose mal weg. Na, du sah doch mal jetzt vernünftig aus, Sheva. Oh, was haben wir denn da? What do we get here? Ja. Da drüben hoch? Oha.
Ja, man merkt halt schon irgendwie, diese Brandpfeile, mit denen die da schießen, das ist sehr hochexplosive Zeug. Hey. Wie sagt der? Schwumm. Ja, es ist immer wirklich von Vorteil, wenn Schäfer das Scharfschützen gelernt. Schwimmen die Penner da jetzt im Wasser? Schieß! Nein! Oh shit, Alter. Reload! Sehr gut. Schäfer, schieß! So, komm mal inner. Oh ne, drei. So, und da vorne jetzt noch. So, hooray. So, Inning haben wir noch übersehen, Tobik. Ja. Wunderbar. Alles Munition für mich. Ich habe jetzt hier nur wirklich als einziger Leben gerade verloren. Oh, Sauerei. Sauerei. Na gut, okay. Dann geht's jetzt mal weiter. Oben links in die Ecke würde ich jetzt mal düsen. Was ist das? Ein kleines Wrack. Da wollen wir mal hin. Da gucken wir kurz nach. Das sieht nach Schatz aus. Oh, ja, danke schön. Hab ich's genommen? Ah, wunderbar. Was haben wir denn da drin? Okay. Take it. Okay. Nice. Das ist aber geil. Raketenwerfer. Sehr geil. Und weiter geht's. So. Okay. Sieht sehr übersichtlich aus. Kleines Dörfchen. Oh, hallo. Also mit Pistolenmunition wird hier gerade nicht unbedingt gegeizt. Wie gesagt, möchte nicht. Ich muss hier gerade ins Wasser springen. Oh, das ist ein Ort. Möchte mich jetzt nicht beschweren. Jetzt hier nicht so einfach drin hüpfen. Du bist halt hier alles so rumkreucht und fleucht. Arsch! Voll verschluckt oder was? Ist nicht so Quatsch. Oh, das ist Goldfisch. So, also hier oben wird jetzt wahrscheinlich nicht einfach bloß irgendwie irgendeine Tafel drin sein, so einfach ohne nichts. Nee, ein Ziegenkelch. Hm, okay, also hier finde ich wohl nichts mit Ü. Das ist aber blöd. Schade, ich dachte hier finde ich eine Tafel. Na gut, dann weiter zum nächsten Punkt. Na, dann werden wir doch mal hier anlegen. Hallo! Komm in Frieden und bringe Decken! So, was haben wir da? Das ist ein wunderschöner Altar des Todes. Ich huldige ihm mit meinem Messer. Zack. Kann ich hier was... da. Bling. Ein Smaragd. Wunderschön. Und hier ist dir echt ein Dokument daneben. Handgemenge. Okay, alles klar. Gerade ja, die Schießen können sie gehen ja am Florecken. Schön. Haken gerade aufwärts haken.
Okay. Nun gut. Na, wisst ihr schon mal Bescheid irgendwie, wenn die jetzt schon anteasern hier. Oh, warte mal, wie war denn das hier? Ja, ich kann's da Eier finden. Kannst du das nehmen, Schima? Schade. Ah, sind doch Vollbeine. That's no good. Na egal. Wird ja nicht schlecht. Holen wir uns mal nachher. Die Eier sind nämlich eine sehr platzsparende. Naja, eigentlich platzsparend ist es ohne. Es muss auch eigentlich nur ein Item-Slot, wie die anderen Sachen auch. Aber du kriegst dadurch Health wieder. Das ist ganz cool. So, Schäfer, kannst du nicht nehmen? Kannst du nicht kaputt machen, Dorfen. So, ich würde sagen. Ich würde mal erstmal, dadurch, dass wir beide nichts mehr aufnehmen können, würde ich jetzt erstmal tatsächlich versuchen. Und es wird hier auf einen Angriff hinauslaufen, irgendwie den zu triggern, damit wir ein bisschen Munition loswerden irgendwie und ein bisschen Erfahrung. I give you a hand. Na denn? Komm auch ran. Hoppa. Und? Ein Krug. So, und hier hoch. Hoch mit dir. Ups. Tafel, der Schaman. Das ist schon. Jetzt kommen sie alle. Na super. Oha. Ich nicht gespannt. Oh. Meine beste Position. Los, aber wie bist du denn? Hey! Hey! Hau ab! Are you okay? Der ist jetzt aber auch blöd hier. Schade, war ein schöner Engpass, halt gerade schön verseiert, das Ding. Das ist ja mal eklig. Das ist ja mal eklig. Reload! Okay. Na, das ging doch ganz gut. Oder? Zwar schon tausendmal besser gesehen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ihr seid ja hier nicht auf dem Kanal, um jetzt hier totale Programming zu sehen. Definitiv falsch. Okay. Let's get back to the boat. So, und jetzt schon wieder irgendwelche Wachtürme besetzt hier. Von den Hottentotten. Sieht nicht so aus. So, dann machen wir mal hier rein. Wer, wo, wie? Was? Wer denn? Wer denn jetzt her? Boah, da vorne. Nein, die weg! Los! Mach die alle! Good shit. So. So, jetzt hab ich natürlich wunderbar zwei Magnum-Munition verholzt. Reload! Reload! Looks like we have to go this way. Oh, das sieht nicht so gut aus. Was? Wie? Wie denn, wo denn? Wo war wie? Ja.
Oh, guck hier. Ah, nicht so gut. Nein! Tja. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ja, ist eine Scheißnummer. Irgendwie. Das ist halt echt Magnum Munia Ase. Man die jetzt auch, Benny würde sagen, auch playen können. Wo ist denn los? Ein Ei. Ich würde mich gerne mal heilen. Tja, wie sieht's denn aus? Haust du einen raus, oder was? Zuck. Oh, da unten. Zwischen die Krokodile rum, ey. Das ist ja ein Traum. Was ist denn los, mein Kleiner? Und da haben wir die Tafel des Raubvogels. Und damit dürften wir, glaube ich, auch jetzt alle Tafeln haben. So, es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt so ein paar Krokodile von hier oben erlegen könnte. Würde ich gut finden. Aber wahrscheinlich werden die erst ein bisschen später wieder getriggert. So, Eva. Was echt jetzt? Rot? Ein rote Kräuter? Schön. Oh Mann. Ach, Sheva. Wieso? Warum denn? So, also ich. Ja, schade. Schade eigentlich. Oder warte mal, kann ich jetzt nicht einfach sagen? Stopikowski. Tauschen. Give me an herb. Use this. Give me an herb. So, und jetzt sage ich einfach. Und fort damit. Use this. Take this. Use this. So. Und Funny 15 hier haben erstmal so ein schönes Ekel gekocht hat. Ei, ei. Genau, wunderbar. That's the mission. So. I need ammo. Take this. Cool. So. Na, wenigstens etwas. So, dann gucken wir mal, ob wir von hier oben irgendwie ein paar von den Krokodilen erwischen. Weil wir hören. Ihr hört das? Die Zische? Sind da irgendwo. Irgendwo haben sie sich versteckt. Tricksdinger. Das ist doch so scheiße. Wo? Was? Zwei Schuss. Reload! Das sieht aus. Wohnen, wo ist er?
Was für eine gottverdammte Verschwendung, ey. Ach nee. Und ich könnte wetten, wenn man den Rand irgendwie abläuft, irgendwie findet man bestimmt noch irgendwie einen Schatz. Aber das werde ich jetzt hier nicht machen. Penner, ey. Immer noch eins, noch eins, noch eins. Da vorne fluppelt damit. Oh nein, das ist ein Barsch. So, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, auf zum Türchen. Tür Nummer 3. Sind die Türen gleich in der Mitte? Bleib hier schon mal dran. Bleib schon mal dran, ne? Oder? Oder? There are fish here. Nee, die weint noch nicht. Ist hier Hühnerfarm oder was? Also entweder hat Shiva die jetzt erwischt auf dem Turm oder... Ah, da. Nochmal ein kleiner Hirschkäfer. So. Zeit, schon ein paar schöne Eier reinzupfeifen. Das ist so assi. Ah, hier kennt sich irgendwann mal schön in der Bahn unterwegs gewesen und irgendein Penner frisst mal ein Ei. Was? Hm, hat uns angegriffen? Nichts wie weg. So, hinten ist noch eine Vase. Was haben wir denn da? You grab it. Roger. You grab it. So, was wolltest du mir denn geben? Das Hilfe spielen. Worauf sind lauter Eier jetzt hier? Oh nein, ich bin voll. Das ist ein Scheiß. Na egal. Ein paar von den Hühnern können sogar goldene Eier legen. Aber frag mich nicht wann. Und ich glaube da vorne, wenn ich mich nicht recht täusche. Ja, ein goldenes Ei. Ey, muss man Ei essen drauf. Da haben wir es. Ein goldenes Ei. So, mal schauen, was wir da schön für einen Preis erzielen. So, also. Let's get to the gate. So. Nun dann. Wollen wir die Broschen hier mal einsetzen? So, wunderbar. Now open the gate. Sprinkeln. Oh. Na, wer steht denn da oben? Freund Blase. Nicht mit mir, ich hab dich sofort gesehen. Die mich jetzt aber hoch, irgendwie, glaube ich. Oh, Raben. Und? Ah, die droppen wir nicht, wa? Schade. Schade. Oh Gott. So. Okay, also hier in dem Dorf ist auf jeden Fall richtig fetter Angriff. Im Start. Hier steht uns auf jeden Fall ein richtig unser Battle bevor. Ich habe richtig Probleme mit dem Sprechen. Das ist richtig krass. Tut alles außer mich. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir den Angriff triggern. Sobald wir dort zu dem Toten gehen. Denn, all hell broke loose. So, hier haben wir ein paar schöne Kräuterchen, die wir nicht nehmen können gerade.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch nochmal kurz das Dorf an. Und ich weiß nicht, vielleicht wird es ja auch noch anders getriggert. Wahrscheinlich. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Klack. Nein. Nein. Ja, Arschlecken. Dann weg damit. Oder nee, guck mir nachher. Hol mir nachher. Ich darf es bloß nicht vergessen. Bitte Zukunft, Steven. Nicht vergessen. Bitte. So. Hofen. Das sieht mir irgendwie auf. Das ist nicht das Gold. Das ist auch sehr gefährlich aus. Schon wieder eine Sackgasse. Nicht zu fassen. Und schon kommen sie. Schon kommen sie. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Hau ab. Oh, Shit. Okay, alles klar. So, dann verpissen wir uns mal. Das Problem ist, dass die Masken von denen kugelsicher sind. Heißt also. Nur auf die Art und Weise. Hau ab! Ja. Loaden. Auf die Lille! Klingt jetzt Schlange? Na. Klong! Eine Handgranate wäre geil. Aber nein, das haben wir nicht. Okay. Take it. Roger. Come on, Roger. You grab it. Okay. So, schnell mal alles einsammeln. You grab it. Okay. You grab it. Oh, ein blaues Herz. Wie schön. Das ist aber hübsch. So, okay. Hier sind auf jeden Fall noch mehr als genug Leute unterwegs, wie man hört. So, hier nochmal noch was. Nochmal bloß Herz. Take this! Thank you! So, komm ich denn hier unten jetzt irgendwie. Nee, komm ich nicht. Weil, soweit ich weiß, ich. Ich komme lieber von oben ran. Möglich ist. Aber ich glaube, bei ihm finden wir die Magnum. Und nicht die Magnum. So, okay. Na gut, picken wir uns erstmal mal die Schweine zusammen. Gerade so rumgucken. Jetzt werde ich mal ein bisschen die Sache befrieden hier. Tüpf, 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 tapa, tapa, tapa. Ja, hier ist die Handgranate, Alter. Scheiße. Die hätte es vorhin vollgebracht. So. Take it. Roger. Oh, ist voll, echt, ja? So. Okay. So. Nee, kann man nichts machen. Nichts machen. Kippigung. Einfach Randale. Einfach nur Randale. So, die darf ich nachher nicht vergessen. Wie sieht's überhaupt aus hier? Das ist ein Arschloch. Wir gucken mal erstmal.
Where is the rest? So. Wo müssen noch ein paar von den Pennern sein hier? Echt jetzt? Take it. Okay. Hat sie die Granaten? Ah, sie hat die Granaten. Muss man. Naja, ich tue. Denn ist das jetzt so. Denn schnapp ich mir jetzt die Moon und so. Hier ist. Das ist natürlich so eine blöde Sache. Scheiße. Naja, war absehbar, dass es eine Falle ist. Trotzdem ausgelöst. Blöde Sache, aber so. Und schnall. Dibbidi-Doo. So, okay. Ja, das sieht doch schon erstmal wieder ein bisschen besser aus. So, jetzt lass uns doch mal diesen letzten Knecht suchen, der hier so einen Lärm macht. Oh, hübsche Leiter, die ihr hier gebaut habt. Benutze ich aber nicht. Einfach nur. 6 und 3. Aus Prinzip. Roger. I'll turn this crank. You head towards the bridge. Oh, okay. Ja, schauen wir mal, wer runtergeschissen kommt. Und, also wenn die Brücke jetzt hochgeht, meine ich. Kommen da bestimmt gleich welche. Oh, Dottie. So, was ist hier los, Freunde? Schade, kein Gold. Sag mal, wo ist denn hier der letzte Knecht? So, hier wäre Munition. Was ist denn hier für Schimmer? So, ich weiß, da lag gerade noch was irgendwie. Das werden wir gleich holen. Aber irgendwie juckt mich das natürlich, dass ich hier den letzten Gegner noch nicht gesehen habe. Dementsprechend ist mal so eine hochdramatische Musik hier. Tagebuch eines Jugendlichen. 5. April. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in der Ölanlage ist, hat uns heute besucht. Er sagt, er wollte alle, die in der Nähe des Ölfelds leben, eine Krankheit impfen. Die Generation meiner Eltern wurde hereingelegt. Man stahl ihnen ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlten sie sich für Verantwortlichen schuldig, denn neuerdings wollen sie unser Dorf heilen. Ja, klar. Hm. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Toll, diese Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Da ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. 8. April. Alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man schlafen. 9. April. Ich habe tagsüber so viel geschlafen, zu viel geschlafen, und konnte nachts nicht schlafen. Es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt, unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen, aber das hat nichts geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfungen geben zu lassen. Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten und mich impfen zu lassen. April. Im Dorf sind die gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig, vielleicht weil die Kinder gestorben sind, aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage
solange mich sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht stillsitzen. Irgendetwas bewegt sich in mir. Oh. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Hatte überall Kriegsbemalung. Da gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passiert mit den Leuten in meinem Dorf? Es ist mega laut, diese Musik, ey. Man muss so ihn anschreien, ey. Kann er seine eigenen Gedanken nicht anfassen? 12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. Ach du Scheiße. 13. April. Kopfschmerzen, Fieber, bin wütend. Draußen großer Mann gesehen, riesig. Wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühl mich gut, schreie. Aufgehört. Scheint Spaß, wir töten. Junge, 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 Junge. So, stell mal den Megabizep hier an und mach mal eine Brett auf hier. So, Shevak. Du bist so. So, kannst du hier von irgendetwas nehmen? Du sollst da nicht plündern nehmen, du sollst hierher kommen und die Sachen öffnen. Nee, kannst du auch nicht. Scheiße. Das ist ja schade. So, na gut. Dann gehen wir mal hier lang. Oha, was war das? Was war das? Und hier rüber. Wir lösen es selber an. Diesmal nicht hierher. Nein. Was heißt hier, forget it? Na, sag mal. Was soll denn das? So, wir gehen hier auch vorne mal kurz rein. Ich glaube, hier verstecken wir sich noch welche. Oder auch nicht. Oh, eine grüne Tiki-Tiki-Maske. Eine Zeremonienmaske, die nehmen wir natürlich mit. Schön gebaute, das ist die gebaute Seilbahn für uns, ja, das ist ja toll. Da muss ich auch richtig Mühe geben mit dem Ding. So, Ende vom Kapitel. 3.1. Kapitel 3.2. Die Hinrichtungsstätte. Ach, wie schön. Wie schön. Ah, eine liebe Freundin würde sagen, das ist ja voll der Place to be hier. Das Schlimme ist, ich bin immer noch voll bis unter Dach. Aber Strohmobile. So, das nehme ich und du kannst das nicht nehmen. Das ist schön. Lake Placid! Ach, da freut ihr euch, ja? Da freut ihr euch. Säcke. Und hier hast du einen schönen Schuss am Rücken. No. Hab's dir gefallen. Oh, nice shot. Shit. Reload! So, das sind natürlich... Oh, was haben wir denn da noch? So eine Areale finde ich persönlich immer ganz geil, irgendwie, weil du halt einfach im Vorfeld so viel klären kannst. Und man sich halt viele Stresssituationen so ein bisschen... spart, würde ich gerade sagen. So, okay. Haben wir noch irgendwo welche? Haben wir einen Schlingel?
So, ich springe mal runter. Gehen wir davon aus. Da unten steht noch einer. Jetzt wird so ein Bienen. So ein Bienenstock im Kopf. Verrückte Mode hier im Marschland. Verrückte Mode. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr hoch, ne? Mist. Na gut. Egal. So, schauen wir mal nach hinten. Okay. Oh, wo sind sie denn? Da sind sie. Also schauen wir mal. Na, sag mal. Also mein Aim ist heute auch mega im Arsch. Als wenn es mal jemals besser war. Einfach schön. Oh, ein großer Knopf, den du da drückst. So, okay. So. Nice. So, okay. Heißt also, wir müssen nach oben erstmal ein Knöpfchen machen. Shabba. Okay, get on the left and I'll turn the crank. Oh, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. So, Shabba, du übst nur noch Deckung, ja? Vielleicht total toll. Erzählt doch, komm, wenn ich da jetzt rumtone irgendwie. Laut. Ah, okay, also da. Ah, so, gut. Hier muss ich also mit dem Floß hin. Ah, was für eine Farce. Okay, okay, okay. I need your help. Na echt, ja, wirklich. Ja, ich brauche auch deine Hilfe. Ich kann jetzt hier nicht rumballern hier. Ich muss Crocodile Dundee spielen. Wie wir vorhin schon in Mitte gekriegt haben, ist ja einmal so eine Krokodilsattacke, war es das. Push the button. Schön Zebra-Look. Das ist schön. So. Hilft ja ein schön hier, der dicke Mann hier mit dem Armen irgendwie an so einem kleinen Stückchen Holz. So, okay. Wie kommen wir denn da? Achso, über die Brücke. Über the bridge. Over the bridge. Komm mal dahin. So, zack. Na, alles klar. Kontrollpunkt. So. Das müsste jetzt. Oh, das. Ein Saphir. Jetzt kommen wir wohin zum Ölfeld oder was? Ja, würde ich mal so sagen, ja.
FISA. They help fund the BSAA. What the hell are they doing here? Aha, ach so. Was geht los? Was raschelt denn hier so im Gras? Nein! Du kannst nehmen. Na denn? Oh, setz mal ein Ei rein. So, okay, dann noch irgendwo eine Schlange. Hat ja noch ein bisschen Lust auf ein Ei. Oh, mit meinem Fässer. Da sind sie wieder. So, hier vorne. Ja, nicht nochmal zum Lesen. Typ 3 Plagas, Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagas ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zur früheren Version zu erzielen. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagas namens Kontrollplagas, der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagas waren zahlenmäßig begrenzt und versuchten großen körperlichen Veränderungen beim Wirt. Was? Und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt. Waren also nicht immer zweckdienlich. Von geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt. Aber angesichts der Vorliebe von das Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basisplagas und eines Gens der Kontrollplagas entsteht ein neuer Plagas-Typ, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zu einem neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Das ist toll. Doch dieser Tag steht erst noch bevor. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größte Problem ist die mangelhafte Adhärenzrate. Adhärenzrate. Bei Erwachsenen und jugendlichen männlichen Personen beträgt sie etwa 92%. Eben wie bei den normalen das Plagas. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form keine adäquate Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich dem dynamischen Einfluss der Kontroll-Plagas-Gens zurückzuführen. Allerdings bleibt der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Ah, ist wunderbar immer, wenn er Legastheniker liest hier. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beträchtlich gesteigert werden. Darüber hinaus gab es ein unerwartetes Resultat. Das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von etwa 3 Meter erreichten. Dies konnte ebenfalls auf das Gen des Kontrollplagers zurückgeführt sein. Bleibt aber im akzeptablen Rahmen. Mit diesem Feldtest konnten wir nicht alle erwünschten Ziele erreichen. Doch kann man auch nicht von einem totalen Fehlschlag die Rede sein. Die gewonnenen Informationen lassen sich für die Verbesserung bei künftigen Tests einsetzen. Meine Fresse, das war ja mal eine Geburt. Tut mir leid, ihr Lieben. Seht's mir nach. So, erste Hilfespray, wunderbar. Das ist toll. So, haben wir hier irgendwo noch einen kleinen Diamanten, einen Edelstein oder irgendwas, was wir hier finden können? Echt jetzt? Na, hier schieße ich jetzt mal nicht hin. So. Mann, Eipeln! Njam, njam. So, was gibt's hier noch Schönes? 2 Fässer. So, beides geschnappt. Ist vorne noch irgendwas Schönes? Brandgranate. Kannst du die noch nehmen, Shepard? Boah. Schade.
eine Schlange gerade? Naja. Egal. Looks like we've arrived at the oil field. Ja, sieht so aus. And Irving's not getting away this time. Okay, na dann, rein ins Ölfeld. Look, it's Irving. Nice work. Dankeschön. Hab mir auch echt Mühe gegeben. Hule. Was denn? Was denn? Oh, die Mann! Ja, Dynamit ist übel. So. Echt? Ach. Kick an Rücken. Manche stecken aber auch sowas von ordentlich ein, ey. Wieder, wo denn? Ach, da ist er. Da oben ist er. Na, lass weg, komm. Das und so dahin. So. Wunderbar. So muss das sein. So, zusammengehustet vorhin gerade, der Kumpel. So. Okay. Was hat... Schwupp. Ah, okay. Und benutzen. Oh nee, nicht er. Naja. Was hat er denn? Was hat er? Der Tod gehüpft oder was? Das. Shiva. Okay, I'll get the spell. Just watch my back. Was ist denn? Da. Da noch was herum. Ja, das ist halt natürlich... Die Magnum. Die Magnum ist halt die Magnum. So, okay. Alles klar. Achso, können wir nicht runterspringen? Wir können runterspringen. Jim. So, wo denn nun? Hin. Können wir nicht hin? Wir können nicht hin. Ah, da müssen wir hin. Da müssen wir hin.
Oder nicht? Ja, greif doch einfach durch und nimm doch den Riegel raus. Also wirklich. Stell dich doch nicht so an. Dicke Arme, wa? So, okay, hier kommen wir nicht durch. Aber ich kann Shepard. Achso, gut. Muss ja Sprunghilfe wahrscheinlich geben. Oder? Nicht? Okay. Hätte ich. Okay. Na gut, wo müssen wir denn hin? Ah, hier müssen wir. Okay. An der Ende der Karte. Klar. Na, hast du noch was Schönes gefunden, oder was? So, ich muss mich noch mal umsehen hier, ob man hier irgendwo noch irgendwas Schönes findet. Und, da geht die wilde Reise hier. So. Shabba! Achso, na gut. Mach es halt selbst. So, okay, cool. Was so ein Typ? Was mal. Wie viele noch? Ja, es kann man. Für meinen Geschmack ein bisschen viel Munition, die in den Rennen sind. So. Naja, egal. So, hoch und dann ab geht's. Echt jetzt? Der war gut getroffen. Der war doch nicht schlecht. Take it. Okay. Okay. So. You grab it. Okay. Was ist das? Hast du gesehen? Und auf geht's. Josh? Shiva? Josh? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? There is no team left. Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Shiver, cover me! Hurry!
Roger. So, Brandgranate habe ich. Ui, ui. Na, und Josh, wie sieht's aus? Bist du fertig oder was? Nice job, but don't let your guard down. There's bound to be more of them around. Oh, so dicker. So dicker ist der Schuh. There! Got him! You two, on the elevator! Move! You two, on the elevator! Ja, Problem ist halt, dass der Dicke hinterherkommt, ne? Also, er wird uns jetzt weiter verfolgen hier. Waiting for an invitation. So, na gut, nach oben. Move, move, move. Bloody hell! This bastard's so quick. Oh, shit, shit. Nice kick. So, shotgun shells. You grab it. Mine nehmen wir nicht. There should be an exit up ahead. Go! So. Come on! Okay. Take it. Roger. Ja, wollen wir hier nicht verkommen lassen hier. So, Josh, wo willst du schon mal hin? Okay, er muss da noch weiter rumpuzzeln. Das ist schön übersetzt. Wunderbar. So, in der Zwischenzeit habe ich hier was Schönes für euch. Okay, geschafft. So, in der Zwischenzeit habe ich aber eure magere Welle aufgehalten hier. So, muss ich was einpacken hier. Reload!
zu viel Munition an die vergeuden. Are you okay? Yeah, I think so. I'm okay. It looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. Was schreien? I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Take care. Be careful. Oder be careful. Schade, hätte eine schöne Anspielung sein können jetzt. Let's hurry. Okay. Super. So, wie sieht's denn aus hier? Take this. I owe you one. I owe you one. Ja, ist ja ein. Oh. Use this. Mehr kannst du nicht nehmen? Machen wir es mal anders, denn. Give me a grenade. Use this. Take this. Take this. Okay. Dann würde ich sagen, let's get it. Na, was haben wir noch? Wir sind auf der anderen Seite auf dem Zaun. Verrückt. So, und 100%, ich habe jetzt hier unten so ein blaues Symbol übersehen. That's Irving's boat. Let's go. It's boat, let's go. Das ist sein Boot? Ach du Scheiße, Alter. Na. In einer weisen Vorausahnung. Ich warte. Kein Problem. Shepard, do you read me? I secured a boat. I'm on the other side of the dock. Keep here on the double. Komm einfach rüber. So. So, nicht zusammen oder was? Sauerei! Fetz! Oh shit! Hurry up, you two! We are running out of time! Don't drink. Thank you. Und willst du das mal nehmen hier, oder was? Come on, Roger. You grab, Roger. Take it, Roger. Du sammelst jetzt alles mal schön ein. Take it, Roger. So, und jetzt sollte ich mich mal beeilen, glaube ich. Spannend hier. Come on. Okay. You grab it. Okay. Get over here. Hurry. Ah, oder? Los, come on, Chia. Come on.
We must go. We must go. Ölfeld. Wenn das explodiert, Güte Nacht, Alter. Das brennt. Was brennt? Ja, Jahre. Ja, das lief nicht so gut, ne? So, in Kapitel 3 von 2. Also 3-2. What happened to Irving? Ihr verkackt. Verkackt habt ihr. What happened to Irving? Du warst dabei. Will, he can't have gone too far. Josh. Thanks. Right, thank you, Lita. We got company. I'm on it. Got you, Kevin. Echt jetzt? Nicht doch. Here we go. Hang on tight. Feuerwerk, ey. So, wer schmeißt du mit Molotov-Cocktails? So, okay. Reload! Man sieht nicht gut aus gerade hier mit der Boom. Shepard, zwar noch ein bisschen. Kann ich mir etwas erbeten? I need ammo. Use this! Thank you. So, vielleicht sollte ich auch einfach nur Shepard schießen lassen. Ach du Scheiße, wird da auch schon.
wieder die Schütze sehe. Ah. Oh no. Another gate. Okay, you two know what to do. Deckung gehen, auf jeden Fall. Use this. Thanks for the help. Take it. Okay. So. Oh, la 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 la. Was ist da jetzt ziemlich los? Scheiße, ey. Jetzt gegen die Wand. Niemals. Scheiße, der nächste Pizza. So, nichts lösen. So, weiter. Nur noch mal flink. Come on! Okay. Scheiße. Na, klappt's dann natürlich wieder nicht. Aber von hier. Okay. So, okay. Gut, ich hoffe, dass er mich nicht trifft. Come on. Okay. Wie sieht's denn aus? Wie sieht es denn aus? Gib. Use this. No problem. Benutzen? So. Und hier haben wir noch. Jetzt markt. Wunderbar. Okay. So, dann jetzt rufe ich mal kurz die Stellung, meine Dame. Und ich gehe noch mal ein bisschen Flamenzi. Nämlich gerne trotzdem da in Stellung lassen. Come on, Roger. Komm her. Komm rum. Ja, wo bist du? Da kommt's an. Ja, jetzt ist es zu spät. Scheiße. Na gut. Na gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Vielleicht finden wir das andere noch. So. Take it. Okay. Take it. What? Echt? Kannst du nicht mehr nehmen? Ja. That's not so good. So, entschuldige bitte. Ich habe irgendwo verpasst, wo ich den Hebel hätte benutzen können. Da oben etwa? So, mal kurz. Ja, da drüben. Zwei Hebel.
Sheva. Okay, get the lever over there! Ja, Mann. Und... geschafft! Nee. Oh, Sheva. Come on! Roger! Büro. Oh shit. Also schießen kann sie. Schießen kann sie. Die gute Sheva. So nun. Okay. Now let's go get this herb. Let's go keep this Irvin. Huh. Yeah.
Eigentlich. Jetzt wird geschlunzt. Nein, 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 nein. So, komm raus. Nicht mit mir, wie gerade das Hentai-Monster. Du hängst jetzt da vorne drin, wie so eine Puddingschläge. Kann doch aber auch nicht irgendwie, also... Warum spritzt man sich so weit? Idioten-Pudding. Und wieder die falsche Taste gedrückt. Ich hasse Quick-Time-Events mit Gedrückt-Pad. Ja, wunderbar. Schon die XLR wieder nur. Wo ist? Tell me what you're planning to do. Damn it, Excella! I guess I wasn't worth the good stuff. Excella? Where is this facility? Ja, nicht so eine Answer me. What is the Ouroboros project? BSA! Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris! It's your Chris! What's so funny? How do you know about me? All your answers away to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You still screwed. We've been time here. Chris! Ah. Poor bastard. Now what? We keep going. Macht das da weg vom Boot. Und Josh fährt das Ding oder was? So, Ende Kapitel 3. 3.